hab den Let's Player-Namen vergessen, den Player-Namen vergessen jetzt. Taddle! Taddle. Taddle, das klingt ja genau. So. Und jetzt, wo sind meine Pfeile? Hat er vielleicht meine Pfeile gemobst? War ich nicht, ich hab doch gerade von LSD gesprochen, ne? Ja. Ich bin im Pilzbiom. Ah. Zufall? Glaub ich nicht. I think not. Hä, ohne Witz, wo sind jetzt die Pfeile hin? Ich hab irgendwie... Achso, die sind in meinem Ding. Achso, okay. I am a dwarf and a digging a hole, digging a hole. Gesangsunterricht nehmen wir nochmal, ne? Bin Schlagzeuger gewesen, kein Sänger. Das ist was anderes, das stimmt. Schlagzeuger? Man hat mir Holz in die Hand gedrückt und gesagt, hau den Ruf. So, was hab ich getan? Ruf gehauen. Easy going. Das ist aber asozial. Fällst du auch immer auf Menschen drauf, wenn sie auf dem Boden liegen? Vor mir liegt keiner auf dem Boden, ich pulverisiere sie. Bin ich aber nicht so gut. Ah, ich bin ganz anderer Mensch. Haben wir noch irgendwo eine Falle? Wenn du jetzt irgendwo in der Wohnung Fallen verteilst. nein, mach ich nicht, aber ich will nur wissen, ob wir noch welche haben. Oh, Alter, wie geil ist das denn? Warte, ich will auch sehen. Auch ich hab nicht. Erstmal instant einen Fledermaus gekillt und eine Taschenuhr bekommen. Was bringt die Taschen? Behalt die, halt daraus die kann man was machen. Daraus kann man später noch was machen. Ja. Geil, wo sehe ich denn jetzt die Tiefe? Du musst ich die bin anlegen. 874 Fuß tief. Wie kann man die abbauen? Ja. Apropos, jawohl. So muss das. Seid ihr unten? Hä, wo seid ihr? Wir sind nach auf theoretisch Richtung Spawn Point, da war so ein kleiner Eingang. Achso, da. Ich seh irgendwie einen. Ja, okay, erstmal bekomme ich Schaden. Warte. Ich weiß nicht, ob das nur im Hard Mode geht oder auch so, aber ich weiß, wie man an der Oberfläche das Pilzbiom machen kann. Ja, das. Ich weiß auch wieder. Ich weiß nicht, wie das Gewicht das sind. Muss, glaube ich, ein Pilz an der Oberfläche. Meint ihr den Eingang direkt links neben eurem Haus? Nein, noch ein bisschen weiter, da wo gerade Wald anfängt. Scheiße. Ja, so, okay, dann bis gleich, ne? Oh Mann, jetzt muss ich hier wieder... Komm mal so zielstrebig sicher ist es. Theoretisch so rechts über meinem Namen müsste das sein. Rechts ist eine gute Definition, Junge. Ja, ein paar Zentimeter. Noch ein bisschen. Ups. Ich hab ein bisschen Schaden bekommen. Aber ist ja egal. Das Schwert ist praktisch. Was ist das da? Ist das Lied? Ja. Aber ich habe kein Licht mehr. Ich brauche Licht. Das dringt. Sagst du circa recht über deinen Namen so ein bisschen. Dann renne ich mal so dahin. Ach, Dämonitherz. Nice. Kann man die Karte irgendwie noch weiter vergrößern, als dass sie nicht schon groß genug ist? Ja, die wird doch riesig. Ja, aber wir sind schon viel zu tief, als dass ich die Oberfläche nicht mehr sehe. Ja, dann hast du Pech gehabt. Geh höher. Kannst auf das Minus klicken. Nee, weiter, es geht ja nicht weiter. Geh einfach ein bisschen nach oben kraxeln. Leonardo the Painter ist da irgendwo. Ja, den habe ich schon. Am Weltenbaum. Am Weltenbaum ist da. Ist er noch da am Weltenbaum? Ist es genau am Rand des Ding-Bioms? Des grünen Bioms? Du bist genau. Stopp! Hä? Ich hab dich gerade gesehen. Ich bin genau am Rand des grünen Bioms. Zum Weißen. War das da reingegangen oder? Ich hab. Nein. Ich glaube, du bist schon zu weit. Ja, zu weit? Genau am Rand des grünen Bioms, vom Weißen zum Grünen. Ach nee, da musst du noch etwas weiter nach links laufen. Da verstoße ich dann. Abraham? Nein, Abraham. Hä? Check ich nicht. Was ist das? Mein Name. Es ist... Warte mal. Doch, ist es eigentlich... Doch. Ja. Das ist ungefähr am Rand des Bioms. Ach komm, nee, nicht dein Ernst jetzt.
Okay, ich drehe wieder um. Also es ist auf jeden Fall noch rechts vom Spawnpoint. Ich habe noch ein Geschenk für euch. Soll ich das dann geben? Du beschwörst jetzt nicht Cthulhu rauf. Ja. Wer ist Abraham? Reisender Händler. Wieder einfach genau weiß, was ich war. Wer ist das? Oh, ich muss sofort sterben. Nein, ich muss nicht sofort sterben. Aber ich muss ganz fix. Was ist das hier? Hä? Da seid ihr doch nicht lang, das ist überall Sand. Oder habt ihr dadurch gesagt, du bist gerade richtig, du bist genau richtig gerade. Der Sand ist aber gelb, habt ihr da reingepisst? Das ist so ein kleines Wüstenbiom in der Höhe. Das ist so ein, ja, Wüstenbiom. Ja, okay, weil der Hintergrund passt davon nicht, der Hintergrund ist Eis. Ja. Danke, dass ihr mich vorgewarnt habt. Kann man eigentlich nirgendwo runterfallen? Doch, da ist ein Weg, der genau 300, ja, der mir 300 Schaden macht. Oh. Okay, ich kämpfe jetzt mal gegen Cthulhu. Ich kann ihn nicht beschwören. Oh, doch, kann ich. So. So, Dämonit. Ich komme mal zurück. Jungs, ich will euch jetzt nicht irgendwie keine Angst machen, aber der ist nicht hier gespawnt. Was? Nein! Ich bin auch hier. Das heißt, der muss da irgendwo bei Marco sein. Ich bin in einer kleinen, dunklen Höhle. Im Wasser. Ah, nee. Aber von Cthulhu ist aufgewacht. Ja, ich hab ihn jetzt zweimal beschworen. Ah, da ist zweimal. Er. Ist er auch zweimal da? Weiß ich nicht. Also wenn du die Musik anfängst zu hören, dann bist du bei dir in der Nähe. Ja. Okay, Bomben darf ich keine schmeißen. Ja, das wäre nicht so cool. Ja, Granaten aber. Ja, Granaten geht ja instant. Au, oh, ich stehe da. Wir müssen uns so wie im letzten Spiel hier so eine Arena bauen. Ja, Mann, das war geil. Also meinte mit dem Ding, boah, da habe ich ja auch mal diesen Hobbyloser dran gesessen, in der Arena gebaut. So richtig, dann, so richtig hochgezogen, dass er für alle Bosse Platz hatte auf einmal. Das ist doch schon ein bisschen viel, ne? Aber es war halt so eine riesige Arena am Ende. Da konnte man einfach keinen 15 Sekunden, na, 30 Sekunden durch den nach rechts rennen und dann war man erst am Ende angekommen. Scheiße. Also das war schon ein großes Teil. Aber auch aus Holzplanken, ne? Ja, mit diesen Ding, wo man halt... Ja. Naja, bei einem Boss bringt ja nichts, bei dieser Plantera da. Die muss man ja im Dschungelbiom bekämpfen. Und die Bienenkönigin. Und das, ja. Ja, aber Bienenkönigin ist ja nicht allzu schwer. Nö, die wird umgeklatscht. Also ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass es richtig fokussiert, ne? Ich hab vielleicht was dagegen. Okay, jetzt kommen meine Schuriken, Alter. Komm. Ich kann sie auch Schuriken. Mach einen auf Naruto. Mach einen auf Naruto. Oh Gott. Ich kann sie auch Selbstmord. Was? Harakiri. 14 Leben noch. Bam. Direkt wieder voll geheilt. Ja, am Arsch. Einfach 3 Sekunden, nachdem ich tot bin. Olli, denk dran. Dämonit-Erz. Ich hab noch was. Und wie lange dauert die Aufnahme schon? Also wir sind schon bei eine Stunde 23 Minuten. Ja, okay. Ungefähr. Wie lange wollt ihr die Part zu machen? Also... Ich denke mal, wir werden heute mal wieder eine zweistündige Aufnahme machen, ne? Direkt ja. 2 Stunden Part hochladen. Nein. Nee, also ich teile das dann in 15 Minuten Abschnitte ein. Ja, okay. Scheiße, Alter. Ich hätte echt mehr Physik machen sollen. Ich bereue es schon. Ne? 15 Kilometer. Moment. Habe ich Holz? Habe ich Holz? Nein, habe ich nicht. Ist Holz. 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 Marco, Holz. Magst du vorbeikommen? Bin unterwegs. I miss you. Ja, eigentlich will ich nur ein paar Bomben schmeißen, aber ich komm trotzdem vorbei. Hast du Holz hier? Holz. Kannst du mal gucken, bestimmt irgendwo. Da. War das hier der Gang, der sicher ist oder nicht? Naja, das war der kurze. Das hier war der lange. Ah ja, das ist ja...
Schrecken des Tages, nice. Will ich auch nicht. Ich will eine Spitzhacke. Denk dran, die Spitzhacke, da brauchst du glaube ich 50 oder so. Ich hab noch 30. Natürlich. Also wir müssen zusammenlegen, so oder so. Hattest du nicht ein paar Recall Potions? Ich hab was Besseres gefunden gerade. Ich hab gerade einen Zombie mit einem Leuchtehelm gefunden. Ja, was bringt er dir? Der leuchtet. nein, man braucht das, dann braucht man keine Fackel mehr. Ja, hast du einen Leuchtehelm gefunden da drin? Ja. Oder nur den Zombie? Nein, Zombie. Der Zombie hat den Leuchtehelm. Ja, aber der droppt ja nicht mehr hundertprozentig. Ach ne? Scheiße. Nee. Das wäre zu schön. Wir sind hier nicht bei Morrowind. Ja, das stimmt, das war cool. Erstmal legen hier. Zack, ey, hat der eigentlich Bock, irgend so ein RPG mal, also ein anderes Projekt, also das hier so mal zu bringen, irgendwie so? Boah, da hätte ich eigentlich richtig gut drauf. Das Problem ist aber, es gibt ein kein geiles, gutes... Ja, so ein richtig gutes MMORPG, ich meine, da müsste es doch genug geben. Also ich bin noch bei WoW aktiv, aber das... Ich weiß nicht, ob die Leute das sehen wollen. Ich glaube nicht. Nee, das ist vor allem wie WoW, ist das nur so ein Privat-Ehr spielt und das ist also richtig zeitaufwendig. Ja. Und glaube ich, gerade das ist so ein Spiel, wo man auch viel auf Gegenkritik stoßen kann. Ich habe übrigens dann auch vor. Ja, okay, so. Wo seid ihr eigentlich? Ja, okay. Ich finde Maus. Ich werde gerade geschlachtet. Brauche ich noch so ein Backport? Hab ich nicht vorhin noch? Also nicht vorhin noch? Bomben! Ich hatte noch Bomben! Ach ja, genau, ich hatte auch noch 60 Bomben dabei. Nice. Wow, dieses Ding hat mich echt... Nee, bitte sag mir jetzt nicht nein. Nein, 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 was? Nein. Klang jetzt nicht gut. Ach, so eine Falle hat mich ja bestimmt damit vergiftet. Mann, nein, das ist bitter. Also 10, 9, 8, 7, das Leben geht ganz schnell runter. Oh Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Was machst du? Ich mach ein paar Räume für die NPCs. Nehmt ihr eigentlich immer um diese frühe Uhrzeit auf? Früh? Naja, Marco kann nicht früher. Ist es 1 Uhr morgens oder was? Ja. Ja, das Problem ist halt, ich bin am Arbeiten und nebenbei Studium ist halt doch schon relativ zeitintensiv. Ja, okay. Aber dass du überhaupt dann auch die Ruhe findest, das ist aber eigentlich schon Respekt an dich, ne? Dass du noch die Ruhe findest hier. Ja, Studium halt, ne? Ja, aber wegen dem Schlaf halt. Brauchst du nicht irgendwie noch Schlaf? Relativ. Also, meine Vorlesungen fangen jetzt, ich würde jetzt mal sagen, nicht so hart früh an. Und vieles kann ich auch zu Hause machen. Dem schlafe ich in der Uni auch gerne mal. Wann das, oder? Natürlich. Es gibt so oft, ohne Witz, wer mich mit in der Vorlesung sieht, das ist so lustig, Augen auf, fallen zu, Augen auf, fallen zu, Augen auf, fallen zu. Marco wacht auf, der Vorlesung ist vorbei, ich gehe nach Hause. Und ist Anwesenheitspflicht? Nicht immer. Bei Vorlesungen zum Beispiel, nein. Muss man wach sein, oder? Nein. Also einfach nur physisch anwesend. Genau. Ja. Und selbst dann manchmal nicht. Es gibt natürlich Übungen, da muss man schon anwesend sein, ne? Also da wird auch schon gearbeitet. Darauf geachtet, dass du was tust, so ist es jetzt nicht. Was, wir sind in der Uni gearbeitet? Wir sind in der Uni gearbeitet, also muss man sich da anstrengen? Ja, so unmenschliche natürlich. Zustände.